Hallo Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal Hijab Plus. Heute werden wir mit euch zusammen in Primark live shoppen. Ich habe euch auf Instagram gefragt, ob ihr heute lieber Secondhand live shopping oder Primark live shopping sehen wollt. Und ihr habt euch jetzt hierfür entschieden. Falls du beim nächsten Mal mitentscheiden möchtest, musst du einfach mir auf Instagram folgen. Da heiße ich nämlich Hijab Plus mit S. Ja, gehen wir jetzt rein. Also zwei Rip-Oberteile, die ich unbedingt haben möchte, weil ich ziehe das sehr gerne unter Kleider an. Ich kann mich nur nicht entscheiden. Grob gerippt, fein gerippt. Beide 8 Euro. Also verschiedene Polunder-Farben. Also das sind zwei gleiche Modelle. Der ist etwas kürzer, aber dennoch etwas cooles. Schaut mal von der Seite, wird der so gebunden. Ich finde diese Farbe cool. Die kosten 17 Euro und der hier kostet 15 Euro. Ich schaue gerade, wir haben leider den blauen nicht in einer größeren Größe als S. XS, XXS und S ist da, aber M und L leider nicht. Und ich mag sowas eher, wenn es weit sitzt. Für 6 Euro so einen süßen Kragen mit Maxi-Kleidern könnte eigentlich kombiniert richtig süß aussehen. Oder vielleicht zum Beispiel bei Kleidern, dessen Kragen so ein bisschen problematisch ist zum Kaschieren, wäre auch eine gute Idee. Schaut mal, kürzere, geknöpfte Strickjacken. Ich finde diese Farbe und Stoff so schön, kostet 13 Euro. Haben die auch in dieser Farbe, auch sehr schön kombinierbar, aber auch in Grau. Ich finde alle drei Farben schön. Sowas habe ich schon, aber die Farbe will ich auch haben. Oh, leider nur noch in L. Falls du Disney-Teile magst, Disney-Oberteile, alles ist wieder restockt. Schaut mal, König der Löwen, jede Menge Disney-Teile sind wieder da. Spricht mich aber ehrlich gesagt nicht an. An alle Harry Potter-Fans. Okay, ich möchte unbedingt hier diese Mascara nachkaufen. Das ist mittlerweile meine Lieblingsmascara und ich finde, die ähnelt dem
der Benefit Mascara Super Lace oder ich weiß gar nicht, wie die heißen, aber die sind echt gut für 3,50 €. Finde ich richtig, richtig empfehlenswert. Und noch was, was ich nachkaufen möchte heute: Augenbrauenstifte. Genau, das ist meine Farbe. Moment, fokussieren. Genau, das ist meine Farbe. Das ist dunkelbraun und die kosten 2,50 €. Ich mag das sehr. Hat zwei Seiten, einmal eine Bürste. Aber ich muss sagen, die halten nicht so ganz lange, leider. Aber in diesem Bereich sehe ich zum ersten Mal voll süß so kleine Mini-Teile. Zum Beispiel Lippenscrub, glaube ich, oder? Genau. Der ist sogar reduziert auf 50 Cent. Hier genauso. Lip Balm, der ist süß, schon mal. Blueberry Lip Balm. Ja, der hier. Ich finde die Größen einfach, sprechen mich mega an. Einfach süße kleine Größen. Kennen wir ja von DM. Ich glaube, den kaufe ich jetzt, weil er nur 50 Cent kostet. Ein Test. Ich werde es einfach testen. Der einzige Grund, warum ich eigentlich nach Primark wollte, waren Socken. Also ich brauche neue Socken. Ich brauche einfach neue, warme, kuschelige Socken. Für 3 Euro ein Brillenkette, ganz filigran und fein, finde ich. Und dann habe ich auch noch das gefunden für 3 Euro. Schaut mal, diese Fußkette ist doch auch mal was ganz anderes, oder? Hat was, finde ich, für 3 Euro. Also für was würdet ihr euch entscheiden? 3 kleine und feine oder ein großes und auffälliges?
Wisst ihr, was mich ärgert? Bei den ganzen Namensketten oder egal was mit Buchstaben, finde ich nie Y für Yasin. Deswegen kaufe ich mir jetzt A für Eiche. Schade. Irgendwie finde ich, egal wo, Y ist einfach nie da. Neue Farben an Zahlmodellen. Aber, schaut mal, diese Farbe ist Bombe. Aber leider ist das für meinen Geschmack zu dick, um daraus ein Kopftuch, also um damit ein Kopftuch zu binden. Die kosten alle 5 Euro. Tolle Farben, schaut mal. Aber doch zu dick, finde ich, für meinen Geschmack. Ihr müsst dann selber entscheiden. Ich weiß nämlich, dass einige auch so einen Stoff an sich im Winter tragen. Oder diese Farbe. Oh mein Gott. Richtig schön. Stoffmasken. Ich finde die Farbe schön, aber ich frage mich, wo kann man dann überhaupt noch normale Stoffmasken nutzen? Nur 50 Cent. Ein Rock muss für 5 Euro reduziert. Schaut mal. Aber schon relativ dünn. Aber die Farben gefallen mir eigentlich sehr. Ist doch cool, oder? Was für schöne Farben. Ist aber leider sehr eng geschnitten. Aber sonst hätte ich mir den definitiv gekauft. Länge top, Farbe top. Aber bei dem Stoff eng geschnitten ist für mich blöd. Ich zeig euch mal, 17 Euro nur. Und fast denselben mit Kragen, auch in dieser Farbe. Aber ich finde das definitiv schöner. Richtig toll. Falls eure Figur das erlaubt, würde ich euch das definitiv empfehlen. Ach, in Schwarz haben wir noch mit Kragen. Irgendwie gefällt mir diese Hose. Neue Kleider, nur Midi-Länge leider. Zum Beispiel finde ich diese Farben schön, grün und beige. Ich kann euch jetzt schon verraten, ich kann es nicht mehr tragen. Das sind nicht nur Socken. Also auch die Jacken sind da. Für 40 Euro Mäntel, ganz schön lang. In Schwarz, Grau. Also ich finde die Jacke cool. Schau mal, mit einer Jeanshose, die ist auch nicht allzu kurz. Ich habe die Größe M. Hat was. Kann ich mir eigentlich richtig, richtig cool vorstellen. Ich mag sie. Soll ich sie kaufen? Schreibt mal bitte in den Kommentaren. Aber ihr müsst die definitiv ohne einen Rock oder ohne ein Kleid. Oder obwohl vielleicht mit Kleid, ja? Nein. Aber mit einer Jeanshose. Stellt euch sie mal mit einer Jeanshose vor, bitte. Auch wenn das Wetter heute sehr cool ist, also sehr sonnig ist. Bitte einmal vorstellen und in den Kommentaren schreiben, was denkst du? Schaut mal, der kostet 45 Euro.
liebe die Farbe. Und der hält, glaube ich, auch richtig schön warm. Und ich finde, die Kapuze sitzt auch schön. Nur die Länge hätte für mich so ein Stück länger sein können. Dann fände ich das perfekt. Aber schaut mal, das ist jetzt unter meinem Knie. Ganz minimal. Also hier ist mein Knie. Und ich glaube, das kann man gut erkennen. Also ich glaube, das kann man gut erkennen. Schaut mal, richtig cool, oder? Also irgendwie finde ich die Jacke auch richtig schön. Und die fühlt sich auch so schön kuschelig an. Hat Taschen hier an den Seiten. Ja, falls ihr eine beige Bomberjacke sucht, ist das eine tolle Alternative. Der ähnelt, finde ich, auch dem einen Sarah-Mantel, also Jacke, die ich damals letztes Jahr wirklich extrem gerne haben wollte. Aber die waren immer vergriffen, die waren immer ausverkauft. Und ja, jetzt überlege ich gerade, ob ich den kaufen sollte, weil eine schöne beige Bomberjacke habe ich nicht. Also, gefällt mir wirklich, wirklich sehr. Wie gesagt, nur minimal wünsche ich mir den etwas länger. Cool. Ich weiß gar nicht, ob ich das eben gesagt hatte. Ich hatte die Größe M an. Leider ist die Kabine so voll, dass ich einiges hier an dem Spiegel jetzt anprobieren werde. Schaut mal, das ist hier braun, auch wenn das gerade schwarz aussieht. Maxi, es ist eigentlich ein Kleid, welches man bis von oben bis nach unten zuknöpfen kann, aber ich empfinde es dann zu eng, weil das jetzt von dem Stoff her so dehnbar ist. Aber so als Cardigan, jetzt komplett mit meinem Outfit heute, würde es eigentlich passen. Darunter könnte man sogar ein T-Shirt, gedrucktes T-Shirt anziehen und ja, irgendwie finde ich es cool. Aber ich muss auch sagen, ich habe die Größe XL oder L. Doch, XL, das ist die größte Größe, glaube ich. Oh mein Gott, ich bin verliebt. Das schreit nach mir. Auch wenn ich das nur zu Hause anziehen kann. Jetzt machen wir weiter bei der Home-Abteilung. Also der Kissen gefällt mir. Und der kostet 12 Euro. Aber schaut euch mal das hier an. Oh mein Gott. Richtig stylisch. Die kommen definitiv mit. Ich bin am Überlegen. Zwei oder nur einer? Schaut euch mal diese Vase an. Ähnelt einer H&M-Vase. Richtig hübsch, oder? Und schon wieder eine Vase, die mir gefällt. Von denen habe ich auch zu Hause genug. Das nehmen. Kann mir bitte jemand sagen, wie soll ich es jetzt hier aushalten, keine Vase mitzunehmen? Ist die nicht cool? Also das ist eine 7 Euro Vase, würde bei H&M bisschen für 20 Euro verkauft werden. Ich kann jetzt schon verraten, den werde ich definitiv kaufen. Schaut euch mal die Farbe an. Und ich habe ja alles in grün im Schlafzimmer und ich finde das passt so gut mit grün. Also jetzt vom Ton her nicht, aber der sieht wirklich sehr hochwertig aus, aber kostet nur 25 Euro. Richtig cool. Also hier sowas. Okay, die Entscheidung ist doch nicht so leicht gefallen. Schaut mal, das gefällt mir sehr. Das, was ich jetzt geholt habe. Aber, oh mein Gott, schaut euch mal das hier an. Das gefällt mir auch sehr. Oh, jetzt kann ich mich nicht entscheiden. Wäre der in einem anderen Ton, dann würde ich beide kaufen. Aber vom Ton her ähnelt das dem ja etwas, oder? Das kostet aber nur 16 Euro. Okay. Mit grün, also mein Grün sieht doch fast wie der hier aus. Das auch sehr schön aussehen. Ja, sowas, falls das für jemanden ist. Sowas. Das alles spricht mich nicht so sehr an. Ist schön.
aber muss nicht sein. Aber das und das. Jetzt kann ich mich nicht entscheiden. Also der sieht hochwertiger aus, aber dementsprechend kostet der auch 25 und der nur 16. Hier finde ich das aber ehrlich gesagt im Allgemeinen nicht schön, weil das so mittig läuft. Hier so gefällt das mir mega. Aber manchmal sind ja die Bilder auch nicht so schön. Top. Aber ich bleib dabei. Schaut mal, die gefallen mir so sehr von der Aufmachung, aber auch hier dieser Set an sich mit dem Halter und die Stäbchen, aber leider riecht mir keins davon gut. Also ich habe hier getestet bei dem hier zum Beispiel und der riecht, die riechen alle leider gar nicht so cool. Schade, weil ich finde das richtig nice im Set. Jetzt heißt es aussortieren, wer kennt das? Immer eine ganze volle Tüte mit sich schleppen und davon nicht alles mitnehmen. Mal gucken. Und das alles, was nicht mitkommt, wird vorbildlich auch in der Umkleide abgegeben und nicht hier einfach so gelassen. Ich bin jetzt bei der Männerabteilung und habe meinem Mann eine Jacke mitgenommen. Zeige ich euch bei dem zweiten Video, aber schaut mal, hier sind so T-Shirts, die man so als Geschenk, also die man verschenken kann. Mich spricht da nicht so ganz an, aber ich weiß, dass einige ja, das vielleicht mögen könnten. Ja Mädels, das war es auch schon von meiner Seite. Ihr habt gesehen, ich habe jede Menge, viele tolle Teile gefunden. Deswegen werde ich ein Teil 2 zu diesem Video drehen und euch meinen ganzen Haul zeigen. Das war es auch schon von meiner Seite. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag.